Die ersten Christen, sie blieben in der Lehre der Apostel. Aber sie blieben auch in der Gemeinschaft. Gemeinde ist nicht nur eine Lehreinrichtung, sondern sie ist auch Familie. Die Gemeinschaft, von der hier die Rede ist, wird mit dem griechischen Wort Koinonia beschrieben. Darunter ist kein geselliges Beisammensein zu verstehen, wie zum Beispiel gemeinsam joggen zu gehen oder zu spielen oder zu musizieren, obwohl das auch alles sehr schön ist, sondern einander am persönlichen Glaubensleben, an unserer tiefen Beziehung zu Jesus teilhaben lassen. Wir erzählen einander, wie es uns in der Nachfolge geht. Wir teilen unsere Freuden, auch unsere Schwächen, unser geistliches Wachstum, aber auch unsere Kämpfe. Wir beten miteinander, wir studieren die Bibel, wir ermutigen und trösten einander und bekennen auch unsere Sünden. Das ist geistliche Gemeinschaft, das ist diese Koinonia. Die Welt kennt diese Art von Gemeinschaft nicht. Kurz bevor wir jetzt nach Deutschland kamen, durfte ich eine Strandhochzeit in Thailand durchführen. Es war meine erste Strandhochzeit in Hua Hin, so herrlich am Meer. Alles auf höchstem Niveau. Der Bräutigam war der Sohn einer gläubigen Mutter, die uns bat, die Trauung durchzuführen. Später erfuhr ich, dass der Bräutigam bereits eine hohe Stellung bei Ferrari hat und schon die Einladung machte deutlich, dass es eine Luxushochzeit sein wird. Wir wohnten in einem Hotel, das wohl nur Wirtschaftsleuten und Politikern vorbehalten ist. Alles vom Feinsten. Und dann die Hochzeitsgesellschaft. Ich staunte, sie kamen überall weltweit angereist. Da waren Vertreter der UN und der Weltbank, Wirtschaftsleute und Professoren. Die Gemeinschaft war nett. Aber ich muss euch sagen, ich beneidete niemanden. Es war keine Koinonia erfahrbar. Ich bin dankbar, dass ich das Evangelium dort weitergeben durfte. Es war eine unvergessliche Erfahrung. Aber am Ende dachte ich so bei mir, lieber mit einfachen, schlichten Christen am Mittagstisch sitzen und die Liebe Gottes verbindet unsere Herzen, als im Elite-Hotel mit den feinsten Leckereien, aber die Herzen sind nicht verbunden durch die Liebe Gottes. Wie sagt der Psalmist? Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, denn lange wohnen in der gottlosen Hütten. Und wohl bemerkt, sie hatten keine Hütten, sie hatten Villen, sie hatten Paläste. Aber im Vergleich zu der ewigen göttlichen Welt, sagt der Psalmist, das sind alles nur Hütten, vergänglich, nichts Bleibendes. Gemeinschaft ist der Wille Gottes für uns, denn nur in der Gemeinschaft werden wir wachsen und reifen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass alle Briefe des Neuen Testaments an Gemeinden gerichtet sind? Der einzige persönliche Brief, das ist wohl der Brief an Philemon und selbst der hat noch einen Gemeinschaftscharakter. Hier sollte eine Beziehung wiederhergestellt werden. So etwas wie einen frommen Individualismus gibt es nicht. In Asien wird der Gemeinschaftsaspekt noch ganz anders gelebt. Der Asiate definiert sich immer über seine Sippschaft oder Gemeinschaft. Sehr typisch für Kollektivkulturen. Man sieht sich immer als ein Teil vom Ganzen. Genauso sollte es auch mit uns Christen sein. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin ein Teil von Gottes Geschichte mit seiner Gemeinde. Wir sollen wachsen im Glauben. Der theologische Begriff dafür ist die Heiligung. Und Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt und nicht die Angelegenheit eines Einsiedlers, der sich allein in eine Wüste zurückzieht. Christen brauchen einander. Allerdings müssen wir beachten, dass die Gemeinschaft der Gotteskinder aus der persönlichen Gemeinschaft jedes Einzelnen mit Gott erwächst. Koinonia ist nur dann vorhanden, wenn jeder selbst persönliche Zeit mit Gott im Gebet und im Studieren seines Wortes verbringt. Das, was wir in unserer persönlichen, stillen Zeit mit Gott erleben, dürfen wir aber dann wieder in die Gemeinschaft einbringen. Wir dürfen in der Gemeinschaft der Christen Ergänzung erfahren, Hilfestellung, Unterstützung. Als Christ bin ich ja nicht allein unterwegs.
Der Geist Gottes führt immer in die Einheit der Christen hinein. Er führt dich nicht von der Gemeinde weg, sondern in die Gemeinde hinein. Er fügt hinzu alle, die gerettet werden. Aber vielleicht sagst du jetzt, ist ja alles schön und gut, aber ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit der Gemeinde gemacht. Ja, das habe ich auch. Auch die Gemeinden in der Bibel waren nicht vollkommen. Denken wir nur an die Gemeinde in Korinth. Gemeinde besteht immer aus Christen, die noch nicht vollendet und verherrlicht sind. Und das wird auf dieser Erde auch nie geschehen. Christen sind Menschen, die immer noch gegen Sünde, ja gegen ihr sündhaftes Fleisch kämpfen. Christen sind Menschen, die immer noch der Heiligung nachjagen, sich im Prozess der Heiligung befinden, Christus ähnlicher zu werden. Wie oft sprach doch auch Jesus davon, dass wir einander als Jesus-Nachfolger vergeben sollen. Wir brauchen einander und müssen uns auch immer wieder vergeben, uns tragen und aushalten. Auch das ist Gemeinde. Der Gemeinschaftsgedanke wird ja in den Versen 44 bis 45 noch einmal deutlich herausgestellt. Sie hatten alles gemeinsam. Hier ist der Gedanke der Diakonie. Keiner musste Mangel leiden. Erlöste Menschen sind nicht geizig. Sie hängen nicht an ihrem Besitz, sondern sie geben großzügig, damit Schwächeren geholfen werden kann. Das ist immer noch notwendig, auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. Aus diesem Grund gehört zu unserer Missionsarbeit auch der Sozialdienst. Ich sage immer, wir dürfen zwei Hände ausstrecken. Mit der einen Hand das Evangelium. Du brauchst Jesus, du gehst ohne Jesus verloren. Aber gleichzeitig auch sozial helfen, da wo es möglich ist. Die ersten Christen blieben in der Gemeinschaft.